Am Montagnachmittag wurden die Feuerwehren aus Schöntal und Krautheim zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand nach Westernhausen gerufen. Aufmerksame Nachbarn beobachteten Rauchentwicklung auf dem Dach eines Wohnhauses und alarmierten die Feuerwehr. Nach Benachrichtigung und Eintreffen des Eigentümers konnte dieser jedoch schnell Entwarnung geben. Wie sich glücklicherweise herausstellte, löste sich durch Überdruck an einer Solaranlage eine Schlauchverbindung, wobei das 120 Grad heiße Frostschutzmittel verdampfte und so zu der vermeintlichen Rauchentwicklung führte. Nach Überprüfung und Abkühlung der Anlage konnten die Feuerwehren, die mit ca. 30 Mann und 7 Fahrzeugen im Einsatz waren, den Einsatz beenden. Auch die Polizei, welche vor Ort war, musste keine Ermittlungen durchführen.